sind da. Gut gemacht. Hoffentlich ist das neurale Ablenk darin. Wir werden dich ganz schnell wiederherstellen, Jarvis. Danke. Eine Existenz ohne sofortigen Zugriff auf sämtliche Informationen des bekannten Universums ist recht unangenehm. Wie fühlt sich das an? Also, so ohne Ablenk. Ist das wie Gedächtnisverlust? Ich weiß nicht, was das menschliche Äquivalent ist. Vielleicht, wenn man aus der Bibliothek ausgesperrt wird. Oh, wie wenn Ami das WLAN ausschaltet. Ungefähr. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Das neurale Ablenk ist in der Nähe. Cool. Oh, wow. Was passiert hier? Wir haben möglicherweise ein geheimes Shield-Sicherheitssystem ausgelöst. Avenger geortet. Hallo, Avengers. Ist eine Weile her. Nick Fury. Wenn ihr das hört, hat sich das Schlimmste ereignet. Ich bin nicht mehr da und brauche euch jetzt mehr als je zuvor. Ich wusste, dass Shield fallen kann und sorgte dafür, dass es sich wieder erheben kann. Das sind die Shield-Protokolle. Shield sollte die Welt beschützen. In Zeiten wie diesen, in denen die Hoffnung schwindet, müssen wir besonders standhaft sein. Tut mir bitte einen Gefallen. Übergebt die Protokolle einem der verbliebenen Subdirektoren. Damit können sie Shield wieder aufbauen. Viel Glück, Avengers. Fury Ende. Das war Direktor Fury. Also Shield-Direktor Fury. Die Protokolle, von denen er gesprochen hat, müssen da drin sein. Sie müssen ihnen gefolgt sein. Schützen Sie das Ablenk. Ich kann die Protokolle auf einen sicheren Server hochladen. Wir müssen diese Daten wieder zur Chimera bringen. Können wir sie aufhalten? So geht das. Ich bin jetzt
weg hier! Wow! Direktor Fury! Das war mehr, als wir erwartet hatten, oder, Jarvis? Wir bringen das besser zurück zur Chimera. Berechne jetzt Kurs. Angesichts der erfolgreichen Installation des neuralen Uplinks habe ich jetzt vollen Zugriff auf meine Datenbank. Direktor Hill analysiert die Shield-Protokolle, die sie ebenfalls geborgen haben. Geht's dir besser, Jarvis? Es scheint alles wieder zu funktionieren. Sie ahnen nicht, wie viel das für mich bedeutet. Für S.H.I.E.L.D. Danke, Bruce. Dir auch, Kamala. Damit kann ich S.H.I.E.L.D. ernsthaft wieder aufbauen. Falls Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie mich. Wir werden uns jetzt sicher wieder öfter sehen. Ich freue mich darauf, Direktor. Soll ich jetzt salutieren oder so? Nicht nötig. Viel Glück Ihnen beiden. Jarvis, kannst du uns zu Tony bringen? Das wird zwar etwas dauern, aber ich denke, ich kann Mr. Stark finden. Bis dahin habe ich im Harmraum etwas entdeckt, das für Miss Khan von Interesse sein könnte. Und was soll das sein? Die holographische, augmentierte Realitätsmaschine. Etwas, womit die Avengers trainieren. Wow, klingt ja abgefahren. Ich muss Sie allerdings warnen, das System ist ein wenig chaotisch. Ist das sicher? Nur 0,0001% Verletzungsrisiko. Okay, ich vertraue dir mal. Gehen Sie durch die Crewquartiere. Der Harmraum ist im unteren Stockwerk der Hangarbucht. Danke, Jarvis. Hier ist Phil Sheldon, live vom Olympia-Forschungszentrum im pazifischen Nordwesten. Was Sie soeben sahen, waren unscharfe Aufnahmen eines älteren Handys. Zwei Getränkeautomaten? Der zweite wurde auf Mr. Odinsons Wunsch aufgestellt. Früher war da ein Schild. Im pazifischen Nordwesten für Chaos. Herkunft ist eine anonyme Quelle, die in ihrem Zelt durch Schüsse, Schreie... Hier haben die Avengers abgehangen. Ob's da drin noch Limo gibt? Wahrscheinlich abgestanden nach 5 Jahren. Wie der grüne Goliath offensichtlich irgendwelche Bewaffneten... Kaum zu glauben, dass das alles real ist. Ein Flug im Quinjet zu einer Geheimbasis von S.H.I.E.L.D. Oh, und dann Nick Fury. Und jetzt rede ich mit Jarvis und bin völlig aus dem Häuschen. Tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen, Miss Khan. Der Schnee ist geschmolzen. AIM kann das Ding nicht orten, oder? Der Quinjet verfügt über eine topmoderne Tarntechnologie. Unsere Position ist im Moment sicher. Gut. Es überrascht mich, dass das Ding es zum Archiv und zurückgeschafft hat. Olympia-Archiv? Ja, da haben wir dich gefunden. Viel ist nicht mehr übrig. Bereit. Fahre hoch. Wow! Was? Willkommen in der holographischen, augmentierte Realitätsmaschine. Oh, ich bin Iron Man! In der Tat. Ich habe Mr. Starks alten Kampfsimulator geladen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Soll das ein Witz sein? Ich bin Iron Man! Ha! Kommt her, ihr virtuellen Schurken! Ausgezeichnete Arbeit.
Das wird reichen, denke ich. Gut gemacht. Mr. Stark geortet. Oh, ich komme. Mr. Starks letzter bekannter Aufenthaltsort ist sein Familienanwesen, Golden Acres. Dort finden Sie bestimmt Hinweise darauf, wo er jetzt ist. Nie davon gehört.
Er will wirklich nicht gefunden werden. In der Tat. Das Anwesen liegt abgelegen in Nevada. Ich gebe Ihnen die exakten Koordinaten. Dr. Banner. Was ist denn, Jarvis? Ich habe auf Ihren Wunsch nach Gamma-Reststrahlung gescannt. Große Mengen dringen aus einem Komplex tief im AIM-Territorium. AIM und Gamma? Wie? Monika will meine Forschung reproduzieren. Ich habe ihr alles dazu gegeben. Es tut mir leid, Bruce. Ich habe ihr vertraut. Ich nehme an, Sie möchten jetzt die Anlage infiltrieren. Und sie aufhalten? Ja. Wohin fliegen wir? Ich habe die Koordinaten in den Quinjet hochgeladen. Seit Monika AIM mitgegründet hat, hatte Dr. Banner Sorgen wegen ihrer Gammastrahlenforschung in ihrer Zeit als Kollegen. Kürzlich habe ich Gamma-Reststrahlung aus einer abgelegenen AIM-Anlage registriert. Dr. Banner möchte, dass sie das Gammastrahlenlabor infiltrieren und alle Forschungsarbeiten zerstören. Dr. Banner hat eine Nachricht für Sie aufgenommen, Hulk. Hallo, Großer. Falls Monika dort ist, mach nur den Job. Hör auf Jarvis und Kamala, wenn sie sagen, du sollst aufhören und... Danke. Du hältst das auf, weil ich es nicht kann. Die Gammastrahlung kommt aus einer unterirdischen Anlage unweit ihrer aktuellen Position. Ist mitten im AIM-Territorium. Ja, es ist mit beträchtlichem Widerstand zu rechnen. Da steht eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe.
mehrere Spähtrupps in dem Bereich. Seien Sie stets wachsam. Seit einigen Wochen vor Dr. Banners semi-permanenter Verwandlung. Unwahrscheinlich. Ames Ressourcen waren winzig, als Abomination erstmals auftauchte. Er könnte aber hier verbessert worden sein. Nicht sehr tröstlich! Das ist die Serverebene von Ames Gamma-Forschungsprogramm. Sie sind drin. Lassen Sie nicht zu den Servern. In der Nähe Ihrer Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen. Das waren alle.
Ein Resistance-Verbündeter ist in der Nähe und könnte Hilfe gebrauchen. Das Terminal gewährt Zugriff auf das Gamma-Labor. Avengers!